Punktejagd auf hohem Niveau bei den German Wheelchair Open. Am Samstag liefern sich die Finalisten am vierten Spieltag ein spannendes Match nach dem anderen. Die Stimmung auf den Plätzen der Zehlendorfer Wespen ist einzigartig, denn einige SpielerInnen kennen sich schon viele Jahre. Wir sehen uns sehr oft in unterschiedlichen Ländern. Wir haben alle Freunde gefunden und kennen uns. Das macht wirklich Spaß. Es beginnt aufregend, als Markus Laudan und Zhao Lucas Takaki im Einzel der Quad Consolation aufeinandertreffen. Laudan macht seinem Gegner im ersten Satz Druck und kann ihn schnell für sich entscheiden. Mein Ziel war es, sehr aggressiv sozusagen zu spielen, früh den Ball zu nehmen, gar nicht zweimal bouncen zu lassen. Und das hat im ersten sehr gut geklappt. Der zweite Satz hingegen ist hart umkämpft und der Brasilianer erzielt den Satzausgleich. Im Match-Tiebreak lässt Laudan Takaki wiederum keine Chance mehr und gewinnt das Match mit Heimvorteil. In den Quad-Double-Finals ist Takaki dann wieder mit am Start und hält es mit Diego Perez an der Seite weiter spannend. Das Finale wird schwer, aber mein Kopf ist stark. Ich spiele heute gut. Es macht Spaß und ich bin sehr, sehr glücklich. I am very happy. Im ersten Satz wird um jeden Punkt hart gekämpft, bis Perez und Takaki ihn schließlich gewinnen. Ihre Gegner, Peña und Silva, holen im zweiten Satz zunächst auf, es steht 3-2, doch ihre Gegner bleiben hartnäckig und zeigen auch im zweiten Satz Dominanz. Die Punktejagd geht dann in den Women Double Finals weiter, als Mathieson und Tanaka im ersten Satz zwar schnell in Führung gehen, im zweiten Satz jedoch von de Greef und Du keine Punkte mehr geschenkt bekommen. Beide Teams erhöhen den Druck, doch am Ende sind es Mathieson und Tanaka, die siegen. Die 19-jährige Niederländerin de Greef bleibt dennoch positiv, denn für sie ist es dieses Jahr das erste Mal bei den German Wheelchair Open. Ich bin noch nie so weit in einem ITF-Turnier gekommen. Das ist großartig für mich. Die Men's Doubles Finals starten genauso spannend mit einem knappen ersten Satz für das niederländische Team. Im zweiten Satz wollen sie allerdings kein Risiko eingehen und dominieren mit großem Abstand gegen Cataldo und Ratzlaff. Ein aufregender Spieltag geht zu Ende und die SiegerInnen nehmen voller Stolz ihre Trophäen entgegen. Sie haben heute Rollstuhltennis auf höchstem Niveau gezeigt und dabei auf den Plätzen eine regelrechte Punktejagd abgeliefert.